Jo, bunt Vogel. Jetzt wird's bunt. Weg von diesem Captain America Verschnitt mit Flügeln. Buntvogel wurde gekauft und sieht natürlich auch gleich viel fescher aus. Unser kleiner Unhold, wie er so schön heißt, den nehmen wir. Oma. Jetzt wird Oma zum Captain America Verschnitt. Auch gut. So, eine Superkluft wurde gekauft. Aha. So, Hammer. Es geht ihr gut. Okay, den Rest lassen wir. Bis auf den Fächer. Nee, der ist auch teuer. Dann lassen wir es. Ausflüge. In den Park gehen Aiden und Lee. Wir schicken die Leute jetzt doch mal zu Ausflügen. Unsere Standardgruppe, ne? Also, damit unsere Standardgruppe sich noch mehr, ja, zusammenreißt, noch mehr Bekanntschaft macht, schicken wir die beiden mal in eine nette Ecke und sehen, was sie erwartet. Wollen wir gemeinsam zum Mittagessen? Ich habe was gekocht. Oh nein. Und weg ist das Essen. Frechheit! Meins auch. Und heute gibt es nichts zu essen, weil Lee nur ein Lunchpaket bei hatte. Das ist so traurig. Tja. Ja, ich finde das deprimierend. Ihr auch, oder? Wie ich so sehe. Na gut, dann gehen die beiden noch einkaufen. Auf dem Rückweg gehen sie noch einkaufen. Ja, Frechheit. Sowas von. Sie müssen noch einkaufen gehen. Das Essen sozusagen mitbringen. Die Zutaten für alle anderen. Es muss ja noch was zu essen geben heute. Und auf dem Weg werden sie auch noch angegriffen. Von einem Toastbrot. Also jetzt reicht's. Erst wird das Essen geklaut und jetzt greift das Essen sie an. Also, was soll man denn dazu sagen? Okay, das Brot ist weg. Wir beschweren uns nicht darüber. Das Brot wird uns nicht mehr beleidigen oder angreifen oder was auch immer. Okay, aber jetzt können wir einkaufen gehen. Jetzt gehen wir einkaufen auf dem Markt. Heute leiste ich mir mal was Schönes. Oh nein! Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Hoffentlich nicht im Boot. Na, dumm gelaufen, aber keine Sorge. Moment, ich zahle für dich. Was? Fein, dann hätte ich gern eine Lupe. Wie so eine Lupe. Und einen goldenen Ring. Und einen schicken Sportwagen. Den hat er doch schon. Nun mach aber mal halblang. Ich hab dir erst letztens einen Neuwagen geschenkt. Hat Aiden wirklich. Der hat ihm einen Neuwagen geschenkt. Ich weiß nicht wieso, aber stand da auf dem Bildschirm. Ich hab's interpretiert als Spielzeugauto, aber ich glaube, es war ein echtes. Hey, von Herzen Freunde sind sie geworden. Letzter Wunsch. Auch wenn du gefallen bist, kannst du kritisch getroffene Freunde heilen. Das ist was Schönes. Lee wird niemals wieder vergessen, wenn er auf dem Boden liegt. So, Rechen, Stufe 2 wurde auch noch gelernt. Das nehmen wir so nebenbei noch mit. Und nehmen ein Bratgreifchen auch noch. Nachtschwärmerei. Uiuiui, Lisa und Sumi gehen jetzt in den Nachthimmel blicken für die wissenschaftliche Erforschung von den Sternen. Wow, guck dir das an. So ein Feuerwerk ist schon was Tolles. Ach, Achtung, gleich wird's laut. Pass mal auf. Siehst du das? Oh, ist das schön. Oh, ich könnte dir jetzt erklären, wie das funktioniert, aber ich lasse es einfach mal. Oh. Sie sind irgendwie Freunde geworden, rächen sich jetzt gegenseitig. Ach, ist das herrlich. 2 HP-Bananen.
Und es geht leider langsam weiter. Leider weiter. Nein, langsam weiter. Und zwar, indem ich noch das Essen verteile. Und dann gucken wir, wo wir hinlaufen. Also Angriff und Tempo. Ah, schade. Nicht so gut wie gedacht. Ich dachte, es würde mehr auf den Angriff gehen. Okay, das will er nicht. Dann machen wir sie. Oh, auch nicht. Ah, das ist aber dann kein gutes Essen. Okay, Angriff und Tempo. Jetzt aber. Jetzt doch bitte ein Level up. Immer noch nicht. Und Heldspunkte. Einfach nur HP. Falls sie nochmal irgendwann relevant wird. Gut, so. Wir sind bereit, wir gehen weiter, wir sind fit. Und auch gut drauf und wissen, was wir tun müssen. Deswegen auf zum Quiz. Bevor ich da hingehe, nur mal. Ah, okay, ich verstehe. Moment, bevor wir den Quiz machen, mal gucken, wo lande ich hier? Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir hier rein müssen. Oder wir müssen hier rein und dann kommen wir raus. Eins von beiden ist es. Erstmal Quiz. Wie immer, es geht los. Hey, Sie da! Kommen Sie näher, kommen Sie ran, treten Sie näher. Ich habe mal wieder etwas für Sie. Und zwar, wer könnte nicht einfach mal weiterspielen? Nämlich Sie. Ich bin nämlich der einzig wahre Quizfreak, der große Quizmeister, der Quizian, den Sie natürlich immer wieder kennen. Finden Sie heraus, wo der Schatz versteckt ist? Natürlich finden Sie das heraus. Spielen wir eine Runde Schatzschieber. Oh ja. Okay, ihr könnt mitraten, wenn ihr wollt. Ja? Der packt jetzt sozusagen einen Goldsack in eine Truhe. Die Truhe wird auf drei Positionen hin und her verschoben mit leeren Truhen. Und man muss am Ende sagen, wo ist der Schatz? Und ich glaube, es ist nicht zeitbegrenzt, die Antwort. Wenn sie zeitbegrenzt ist, antworte ich. Und wir gucken, ob ihr das auch mitgemacht habt. Du machst mit. Na, da bin ich immer. Ich bin gespannt. So, also pass mal auf. Es geht los. Ha, spannend. Lasst uns anfangen. Schatzschieber. In welcher Kiste steckt der Schatz? Du hast nur eine Chance. Holst du den Preis? Start. Okay, wo ist der Schatz? 1, 2, 3 oder 4? Also links ist 1, 2, 3, 4. 4 ist ganz rechts. Du glaubst die zweite von links? Ich würde die jetzt nehmen, es ist aber die dritte von links. Es ist die dritte. Wenn ich mich nicht komplett verguckt habe, ist es die dritte. Wir brauchen das Geld. So. Starke Leistung. Es war aber zwei oder dreimal in der Mitte, war es ziemlich kritisch zu sehen. Es war ziemlich schnell. Glückwunsch. Du hast mich glatt geschlagen und deswegen kriegst du drei Spielscheine. Wir kriegen gar kein Geld. Scheiße. Ich meine, toll. Wir kriegen Spielscheine. Man sieht sich. Bis dann. Mach's gut. Ey, du musst dich nicht entschuldigen. Du hast die vielen Streams nicht gesehen, wo wir hier Schnickschnack Schnuck schon gespielt haben, oder? Wir haben das System so ausgereizt, im Anführungszeichen manchmal, und dann alles verloren. Oft in der ersten Runde, manchmal in der zweiten und teilweise sogar in der dritten. Es ist ein Spiel, wenn man verliert, verliert man. Alles gut, ist super. Ja, und darum geht's doch. Wir wollen doch Spaß haben, also deswegen musst du dich nicht entschuldigen. Wir gehen mal hier lang. Achso, nee, ich mach's anders. Oben oder unten? Also wir können auch, ich kann auch erstmal hier einmal reingehen und dann könnt ihr überlegen, ob wir den oberen Wirbel oder den unteren nehmen. Machen wir so. Wir gehen hier einmal rein, reinigen die Ebene und dann die Frage, der obere Wirbel zuerst oder den unteren Wirbel zuerst. Wir werden es dann sehen. So, Lisa braucht übrigens Urlaub. Nicht nur sie.
Lee, du kochst so gut. Das muss irgendwie an deiner Bratpfanne liegen, glaube ich. Darf ich die mal angucken? Na gut, aber wenn du sie berührst, wasch sie bitte danach. Meine Kochutensilien müssen stets sauber bleiben. Und Monster verprügeln macht sie nicht dreckig, oder wie? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Alles gut. Ich bin in Schnick, Schnack, Schnuck mal viermal hintereinander... Was? Wie? Oh. Was habe ich denn da in der Tasche? Moment mal. Was ist das? Ah, ach ja, eine HP-Banane und ein Brief. Moment. Liebe Lisa, dachte, du magst vielleicht eine HP-Banane. Falls nicht, schick sie mir ruhig wieder zurück. Deine Mia. Als ob sie die zurückkriegt. Oh, nein. Ah, sie ist immer so direkt. Ja, daran muss ich mal arbeiten. Und mir überlegen, wie ich damit umgehe. So, also nochmal die Frage, Peter. Wie hast du viermal hintereinander? Wir haben die Wahl zwischen Schätze und Schätze. Aber wie hast du viermal hintereinander Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen? Links, ach, ich geh mal nach oben. Schatz ist Schatz. Das kannst du ganz gut. Weißt du, ich kann bei Schnick, Schnack, Schnuck hervorragend verlieren. In 90% der Fälle verliere ich. Ist auch eine gute Quote. Keine wirklich gewinnbringende, aber es ist eine gute Quote. Oh Mann. Also, ich stehe hier mit dem Bot immer auf Kriegsfuß, wenn der mit uns hier kämpft. Oh nein! Ja, wir haben uns alle lieb, bitte. Lee, könntest du mal... Lisa, tut irgendwie alles gerade weh. Ist aber unfair, dass alle auf Lisa gehen. So unfair. Ja, guck hier. Unser Koch rettet den Tag. Essen hält Leib und Seele zusammen. Und dann fühlt man sich auch wieder besser. Und ach Mann, das kann ich ja gar nicht mit ansehen. Geht's dir jetzt wieder gut? Weil echte Freunde kümmern sich umeinander. Okay, ich muss sie in die Ruhezone packen. Sie muss sich erstmal ausheulen. Lisa ist richtig eingeschnappt. So kennen wir sie gar nicht. Sie ist sonst so stark und sie kann alles. Und heute... Es liegt an dem blöden Hammer. Okay, sie kann nichts dafür. Das liegt an dem, was wir hier sehen. Ja, also was die Gegner machen. Oh, das Pferd hat sich eingemischt. Super, endlich ein Pferd. So. Und Problem gelöst. Geschafft. So. Die anderen beiden erholen sich gleich. Wie ihr seht, es geht ihnen wieder gut. Ihr braucht keine Angst haben. Sie nehmen auch den duftenden Tee mit, den die anderen dabei hatten, die Gegner, und werden ihn gleich zu sich nehmen. Also ich würde ja kein Essen mitnehmen, was ein anderer einfach so... Ja, hinter sich lässt, wenn er stirbt. Aber gut, wir haben mal wieder einen Anruf in der Leitung. Ich gehe mal kurz raus. Horst ist mal wieder dran. Hey Leute, ich bin's, euer Horst. Der HP-Streuer wurde von mir mal wieder großzügigerweise vergrößert und kann jetzt 340 Heldspunkte heilen statt 320. Und der MP-Streuer, oh yeah, 140 Punkte. Und deswegen danken wir euch immer noch, ja dir und dir, dass ihr Miitopia rettet. Und die Hoffnung, ja diese Hoffnung und diese Hoffnung und diese Hoffnung nach Miitopia zurückbringt. Und überhaupt, ihr schafft das. Ihr werdet die Monster überwinden, ihr werdet sie besiegen und du und du und du. Ja, ihr werdet mich wieder hören bei 1150 Leuten, die ihr gerettet habt. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Viel Spaß. Bis bald. Euer Horst. Ciao. Notfall. Wir haben einen Notfall. Micha
hat sich eine Erkältung eingefangen. Er hustet. Er niest. Er muss in Quarantäne. Zusammen mit Mia, der Priesterin, die ihn gesund fliegen wird, denn sie ist unsere Heilerin. Ja. So, und jetzt kann ich auch das, was du gerade geschrieben hast, Peter. Da gab es auf dem 3DS noch ein System, in dem man permanentes Gold farmen konnte, wenn man wusste wie. Nun geht es leider nicht mehr. Zwar gab es zwar auch damals schon eine geringe Chance, auch mit dem System zu verlieren, aber trotzdem. Und Fehler, es ist sowas von egal. Solange man versteht, was du sagen willst, alles in Ordnung. Und wenn man es nicht versteht, frage ich nach. Ja, also kein Thema, mach dir da keine Gedanken. Ich weiß, ich persönlich bin auch mal so, dass ich so denke, aber fehlerfrei schreiben wäre doch gut. Aber spätestens, wenn du am Handy tippst und dann hier in den Chat reinhaust irgendwas, dann ist wie so alles T9-mäßig verloren, muss ich leider so sagen. Also zumindest habe ich immer den Eindruck, dass das dann so ist. So, aus der Quarantäne entlassen, Mia, kurz mal beim Pferd. Bist du müde, Pferd? Oh, ich auch. Oh. Und so begab es sich, dass beide einschliefen an dem schönen, braven Pferd. Bis zum nächsten Morgen und schon waren wir wieder munter. Ah, das war schön. So, das Ersatzkissen. Das warme Ersatzkissen im Stall hat den harten Boden ausgeglichen oder so ähnlich. Schnauben, sehr schön. Die Nebenhöhlenentzündung, die das Pferd chronischerweise bei sich hat, die wird jetzt auch der lieben Mia helfen, für den Fall, dass sie mal Hilfe braucht. Okay. So. Moment, bevor ich hier was verteile, rouletten wir mal. Das lohnt sich ja gar nicht. Wir rouletten nicht. Wir gehen doch wieder zum Futtern. Ein bisschen essen. Tee. MP. Der Koch genießt eine Tasse leckeren Tee. Oder auch zwei. Jetzt fühlt er sich gewappnet, das Abendessen zuzubereiten. Allerdings nicht jetzt, denn die Gruppe muss erstmal das Gasthaus räumen. Es wird geputzt. Und deswegen müssen sie raus. So. Irgendwie so. Okay, jetzt die Frage, die ich gestellt habe. Ich guck mal, wo wir landen. Bei sehr gutem Game Design. Wo landen wir? Bei sehr gutem Game Design. Warum sage ich das? Wir hatten die Wahl, hier abzubiegen nach oben. Gehen wir rein. Haben wir eine Karte. Eine. Wenn wir die gemacht haben, landen wir hier über mir. Hundertprozentig. Wenn wir sagen, nö, wir gehen nicht hier hoch, sondern gehen runter, haben wir hier die Karte. Und kürzen dann in der Karte genau eine Sache ab. Gut, wir kommen hier zu den Truhen, aber warum? Warum die Abzweigung vorher? Die ist nutzlos. Naja, gut. Gutes Game Design. Sehr gutes Game Design. Gut, alle Truhen öffnen. Wenn es eine Ecke ist, wo wir nur Truhen haben, immer. Ne? Also da frage ich ja nicht, da mache ich das einfach. In der Hoffnung dessen, dass keine Feinde drin sind. Aber Cutscenes. Oh nein! Sumi. Oh nein! Noch eine Fallgrube. Lebst du doch? Mir geht's gut. Geht voran. Ich finde den Weg. Irgendwie. Hilfe? Sumi hat dich vorübergehend verlassen. Hilfe. Wir sehen uns im Gasthaus. Du kommst schon zurecht. Bis später. Hilfe. Hilfe. Ja. Wir wissen, was wir tun. Okay. Und es kommen natürlich auch Gegner. Mist.
Okay, das wird jetzt haarig. Herzlichen Dank. Ich bemühe mich und meistens habe ich auch am Ende des Tages immer ein bisschen Halsschmerzen, wenn ich hier Miitopia gespielt habe, aber herzlichen Dank fürs Kompliment. Das wird ja lustig. Okay. Addiert sich das? Ja. Wir müssen die Dinger nämlich so schnell wie möglich umhauen, weil die one-shotten uns. Ich wusste es. Okay. Aber sie halten nichts aus. Okay. Na, Schwein gehabt. Dann war es doch die richtige Wahl, hier die Schutzschilde zu aktivieren. Mr. Worf, aktivieren Sie die Schutzschilde. Oder so ähnlich. Star Trek Next Generation, falls ihr es nicht mehr kennt. Okay. Wir haben Glück. Aber das ist gemein. Wir hatten schon mal so einen Kampf, wo in der Mitte einer stand und der war wirklich sehr schwierig. Weil er noch zwei zur Begleitung hatte und deswegen die Leute nicht wussten, was sie angreifen sollen. Und Lee hat eine neue Uniform gekriegt. Ja, eine Herzchenuniform. Oh, Herzchen. Ganz viele Herzchen. An uns alle. Ja. So ein bisschen Liebe versprühen. Und Wertschätzung. Das ist auch ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Kommt meistens viel zu wenig, dass die Leute mal ein Danke oder ein Hast du gut gemacht oder sowas geben, den anderen Leuten. Egal wo, ob in der Schule, ob in Beruf etc. pp. Meistens wird es immer nur verlangt, abarbeiten, das machen, was verlangt worden ist, aber ein Das hast du gut gemacht oder sowas kommt sehr, sehr selten. Okay, hier kommt jetzt die Frage, ob wir Pause machen und wenn ich auf die Uhrzeit, auf die Uhr gucke, heißt das auch, ja, wir machen jetzt hier erstmal Schluss für heute von Miitopia.